So, meine Damen und Herren, wir schauen jetzt die Fußball-Challenge von Elias N97. Ihr wisst alle, was passiert wäre, wenn er nicht verletzt. Wenn er sich nicht verletzt hätte, der Rest ist nur noch Geschichte. We go Eligella. Oh, why always me? Uwa! Eligella. Like I'm Balotelli. Eligella, you're the best man. Love you. Why always me? Uwa! Congratulations, Elias. I'm big fan and I see your video in YouTube. Why don't you see? Tryna call you telly. Kleines Intro, Freunde. Ganz kurz. Fußball-Challenge kommt alle 3-4 Monate. Wisst ihr ja, mit dabei Bilal, Sidney, Marlon, ich, wir 4. Wir haben uns auch einen Torwart organisiert. Der spielt in der Berlin-Liga. Ihr werdet das unter Verbandsliga. Soll ich, muss ich, ist das wichtig? Wie? Ich will nur kurz schätzen, wie lange macht der das Intro? Nee, ist nicht wichtig. Ich sag 3 Minuten. Ah, doch nicht. Ich hätte wirklich so ein 3-Minuten-Ding auch von ihm geschätzt, ne? Fußball-Challenge. Ich glaube, meine 5., 6. Wir machen das ja so alle 2-3 Monate. Heute ist ein super Tag in Berlin. Lockere, flockige 20 Grad. Super Wetter. So macht man über. Guck mal, wie macht das Ankert rein. Guck mal, wie clean ich bin. Wir nehmen heute eine Fußball-Challenge auf. Eine sehr geile. Wir sind vorbereitet. Warum ist die Perspektive cooler als die andere? Clean ich bin. Wir nehmen heute eine Fußball-Challenge. Die Perspektive sieht cooler aus. Auf. Eine sehr geile. Wir sind vorbereitet. Wir haben auf Rasen. Da vorne sind Jürgen Würger. Ich melde mich gleich nochmal. Edi Geller. Auf welche Position seid ihr? Ich bin Linksverteidiger. Seid ihr gut? Ja. Ja? Wir haben das hier festgehalten. Wenn einer von euch Profi wird, ich bin der Berater. Wisst ihr, wer das ist? Nee. Ja, der ist heute der Kameramann von uns. Die Zukunft gehört Berlin. Ein bisschen was machen. Ich habe überall meine Augen hier. Hab da ein Auge für. Auf jeden Fall, lasst ein Like auf das Video da, Freunde. Wir versuchen es mal. Ich glaube, fast jede Fußball-Challenge hat über 500.000 Aufrufe. Die meisten haben sogar über 1 Million Aufrufe. Lasst ein Like da. Gib mir mal eine Zahl. Wie viele Likes? 55.000. Das ist zu wenig. 60. Ich sag sogar 80. 80.000 Likes. 80.000 Likes, Freunde. Falls mal irgendwie Wind am Start ist, nimmt es uns nicht übel. Kann passieren. Bilal nimmt auch eine Fußball-Challenge auf. Yes. Könnt ihr da auch gerne abchecken. Mit dabei sind Marlon, der hat schon eine Krawatte, weil der seit einer halben Stunde auf uns wartet. Sidney, Friede, Bilal und ich. Und ein Torwart sogar. Und ein Kameramann. Heute haben wir coole Challenges, glaube ich. Wir haben Dummies, Hütchen, so eine Laufleiter. Coole Sachen. Wie gesagt, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Timo, wie viel hat jetzt schon 50.000? So nämlich. Das wird Treter, Digga. Was ist denn das? Muss auch ein bisschen Zocken. Ja, das ist so das gottlos. Knackigen Po. Ich wollte gerade sagen, wie eklig sieht der Po aus. Muss auch ein bisschen zaubern heute. Das hat ein Marlon. Weißt du, ich hab das auf der. Es sieht übrigens aus, als wenn ich hier heute Probetraining mache. Bei Felix Magath. Welche Position? Stürmer? Stürmer? Nein, linker Verteidiger. Links, sehr gut, links. Bruder, der Mann hat eine Zukunft. Tech. Bei Dunkelhäutigen wenig Technik, sehr schnell und auch sehr schnell im Kopf. Aber der Fuß kriegt das nicht immer umgesetzt. Der Fuß spielt nicht immer mit. Da sind so viele Gedanken, zieh einfach durch. Und Finger weg von Frauen. Ab 18, dann hast du Profivertrag. So, mit 18 Profivertrag dann ein bisschen. Bisschen. Linksfuß? Bist du Linksfuß? Nein, Rechtsfuß. Und du spielst... Mm-mm. Bruder, trainier den Linken, es ist noch nicht zu spät. Trainier den Linken noch. Trainier den Linken noch, es ist nicht zu spät. Digga, Mann. Hast du Weakfoot? Guten Weakfoot? Nein. Schnell, okay. Bruder. Also, du jetzt hier meinen Tipp, okay, wir sind ja nicht im Tanzverein, noch wenn ihr jung seid. Trust in yourself. Ladet euch alle Perform All runter. Das ist immer gut, das ist, ne? Immer laufen gehen. Frauen könnt ihr auch später haben, auch wenn ihr jung genug seid. Echt? Ich auch. Okay, okay, okay. Das machen, was der Trainer sagt, geht auf die Abwehr. Abwehr ist einfacher, Profis zu werden. Ganz kurz die Wampe. Ne, ganz kurz. Ey. Tschüss. Profis zu werden. Ganz kurz die Wampe. Ne, ganz kurz. Tschüss. Ey, ist so professionell. Digga, und jetzt ist es ein Beispiel. Es ist nicht wichtig, was du für eine Wampe hast, sondern der Fuß zählt. Und ich habe schon ein paar Clips von Sidney gesehen. Mit der Wampe kann der noch in der Champions League spielen. Geradeaus. Wir machen uns jetzt hier warm und gucken uns den ganzen Lachs mal an. Heute wird gezaubert, Freunde. Der Fuß ist es, der es ausmacht. Der Fuß macht es.
Also das wäre jetzt mein unaufgewärmter Modus. Aber es reicht ja trotzdem, wisst ihr? Wisst ihr, was mich mal viel mehr interessieren würde? Was hat Eli eigentlich für eine Ausdauer? Also was spult Eli in 12 Minuten ab? Weil Fußball-Challenge cool, echt cool. Aber der Mann ist jetzt bald im Ligabetrieb, ne? Der Mann ist bald im Ligabetrieb, das heißt, da bringt nicht nur hier, sondern da muss auch mal ein Zweikampf geführt werden. Und da ist die Rückwärtsbewegung auch mal wichtig. Das wäre mal auch ein cooles Video von Eli, wie er sich da abkackt. Sydney kann laufen, glaubt mir. Sydney hat eine echt geile Ausdauer. Auch wenn er sicher nicht mehr lange laufen war. Man hat irgendwo ein bisschen dafür den Rhythmus. Und der raucht nicht oder so. Also ich glaube, da ist es weniger Problem. Eli, sage ich, hat's nicht. Marlon! Hey ja! Oh. Hey ja! Sydney! Digga, was? Boah. Warum kann Tee? So wenig Ähnlichkeit gibt's gar. Also, das sind die größten Unterschiede. Bester Sechser, Mann, Eli. Wie schlecht. Was? Boah. Junge. Einfach weitermachen. Der hintere macht's wieder gerade. Erste Übung, Freunde. Es gibt einen Sauger. Und zwar schießen wir den Ball nach oben. Wir müssen ihn verarbeiten. Und spätestens dann schießen. Kontakt ihn ins Trocknen. Jeder drei Versuche. Der Verlierer von allen hier. Wie lange geht die Fußball-Challenge? 19 Minuten. Das ist ein strammes Programm. Super View. Es ist so geil. Es sind 19 Grad. Schwimmer das Gelände. Es ist einfach wunderschön. Der Verlierer auf jeden Fall von uns, von der ganzen Challenge, muss hier was verlosen. Und zwar 100 Euro. Also zweimal 100 Euro PSN. Ihr müsst einfach nur Abonnent dieses Kanals sein und einen netten YouTube-Kommentar verfassen. Wir gehen jetzt rein. Viel Spaß. Jetzt ernst gemeinte Frage, Chat. Lauter. Was macht man heutzutage noch mit 100 Euro PSN? Digga, gib mir diese 100 Euro PSN, ich verkauf die. Ja, safe, also diese 100, Bruder, wirklich direkt verkaufen. Direkt verkaufen. Spiele kaufen, ja, okay, Formel 1 fühle ich, aber es gibt ja jetzt nichts so krasses, ne? Neue Fortnite-Skin, ne, super. Boah! Aber wer ist im Tor? Ganz kurz, wer ist im Tor? Wer ist der Keeper? Berlin-Liga. Okay. Sonne. Sauger. Easy. Yes! Er ist ja bei uns die 10. Er soll ja die 10 machen. Du musst da sein für die... Easy going! Hier ist ein Abwehrspieler. Ja? Was mache ich dann? Spiel mich an. Nein. Du spielst du dann, ich spiel nochmal. Spiel mich an. Nee?
Und drauf war nicht es. Da sind zwei Leute Innenverteidiger. Was machst du? Mal gucken, ob er drauf kommt. Da sind zwei Innenverteidiger. Was machst du? Spiel mich an. Hier. Da sind zwei Leute Innenverteidiger. Was machst du? Mal gucken, ob er drauf kommt. Das ist das Tor, da sind zwei IVs. Wie bedienst du mich jetzt? Ja! Luke, wollten Sie wissen? Ja. Das ist die Spielintelligenz, Männer. Die habe ich noch von damals. Sauger. Wap! Wow! Chokise, ich habe euch doch gesagt. Dafür brauchst du, da kannst du im Ruhestand sein. Weg! Der Wischer! Jetzt hast du Druck. Jetzt hab ich Druck. Aber hier ist auch die Qualität gerade drin, ist der Knüller. Der Einzige, der hier noch Chancen hat, auf Druck. Ja, so. Okay. Übrigens haben wir einen Torwart auf dem Tor. Der spielt in der Berlin-Liga. Guter Mann. Marco. Digga, was Marco ist Berlin-Liga? Du kannst doch nicht einfach eine Liga Berlin-Liga nennen. Ja, Verbandsliga, danke, so. Ach so, wie Bayernliga gibt's auch, stimmt. Ja, okay, passt, mein Bier, nee, meiner. Hand ist oben, okay. Ja. Ronaldinho Prime. Okay. Saug! Digga, aber krass, Bilal schießt mit Vollspann. Ich schwör's euch, wenn ich Bilal so sehe, ich hätte meinen Finger verwetten können, dass er der mit Schnitt ist. Innenseite. Batsch, so wie Sydney schießt. Dieses Pschuh. Das sind die schönsten Schüsse, aber dass er mit Innenspann schießt, krass. Boah, Vollspann. Ja, aber eine Fackel. Eine Fackel. Roter Sauger? Ja, genau den Schuss meine ich. Den Schuss meine ich. So, das ist dein Fuß. Hier. Peitsche. Ich glaube, Marlon schießt dir auch. Hey. Ja. So. So. Noch mehr. Der Mann ist Innenverteidiger. Wir haben vorhin den Fußball-Challenge auch bei Bilal aufgenommen. Könnt ihr mal gucken, da hat der Mann Freischüsse reingehämmert. Sag ich dir hier, Chapeau. Also ne, wenn hier Hertha keine Perspektive mehr ist, ich stehe vor dir und neben dir der Hausmeister von Dinos Sport. Und der Spielmacher. Muss aber auch Kohle kommen. Nein, weiß ich. Oh ja. Nein, ich bin da! Das ist so geil. Ich weiß nicht, ob man es im Video gesehen hat, aber meine Platte war drauf. Real Talk. Guckst du dir an. Bin ich hingeschaut? Ja. Ja, voll spannend. Boah, der ist gut. Boah! Marco! Bravo, Marco! Bravo, Marco! Marco ist Jugo, ne? Marco ist Jugo. Oh, Saug! Ja, den Schuss meine ich. Das sind so diese. Marco, diesmal in die Mitte. Zweite Übung, Freunde. Bisschen schwieriger hatten wir so noch nicht. Und zwar Dropkick. Dritte. Marco hatte nicht seinen besten Tag. Mann, Bruder. Ist doch nicht wichtig, ob er jetzt jeden Ball hält und so. Klar, wenn man ehrlich ist, kann man den halten. Klar kann man den halten. Aber trotzdem ist in Ordnung. Marco, diesmal in die Mitte. Muss man sagen. Zweite Übung, Freunde. Bisschen schwieriger hatten wir so noch nicht. Und zwar Dropkick. Dritte. Wir machen mal hier einen kleinen Probedurchgang, wirf mir das Teil zu, ich muss ihn beim zweiten Dropper nehmen, den hier, so, ne, und jeder hat drei Versuche, ist ja normal, so, Trainer. Aktueller Punktestand, Edigala 1, Marlon. Warum hat der Mann auch eine lange Hose an, so hässlich. 3 von 3, Bilal 2, Dritter auch 2, ich muss sagen, einen hast du, Schuss war nie meine Stärke, meine Stärke sind peripheres Denken und auf Trainer. Ah,
einfach zur Hacke geworden. Der Mann ist, ich sag, das wird Comedy pur, den wieder auf dem Platz zu sehen. Pascha, danke für dein Prime. Siehst du, dass der Torwart ein bisschen weiter vorne steht? Das ist mein Probeschuss. Aua. Boah. Digga, an den Cutter, mach dieses Ding da weg, bitte, das nächste Mal. Bitte mach das nächste Mal weg. Boah, das war kein Probeschuss. Den hat er einfach mal so abgelassen. Den kann man nicht halten. Den kann man wirklich nicht halten, meiner Meinung nach. Duck! Boah. Aber Marco auch mal springen, ja. Aber das zählt nicht, ja? Oh. Oh. Easy. Das ist wie Fahrradfahren, Leute. Man verlernt das nicht. Das ist wie Fahrradfahren. Ja. Jetzt schaue ich mal an, ob die Kritik gerechtfertigt ist. Ja. Nochmal den ganzen Wurf sehen. Man verlernt das nicht. Das ist wie Fahrradfahren. Joa, nee, Bilal. Der muss auf die eigene Kappe. Nee. So nicht. Okay. Den habe ich auch gesehen. Bah! Aua! Digga, nach den solchen Dingen musst du eigentlich immer aufhören. Nach sowas musst du immer aufhören. Weil dann ist wieder der Vergleich. Und im Vergleich ist direkt, also wirklich direkt die Abwertung. Ruhe, Marlon, normal rein. W's in den Chat. Vielleicht Krabbe? Nee. Das ist wie Fahrradfahren. Oh, Mann. Was ist das da? Stimmt. Das ist scheiße von Herzen. Yeah. Boah. Guter Ansatz. Ist halt auch manchmal so. Kommt doch. Ja, okay. Hat Marco mitgespielt. Beschwert er sich. Guckt euch den Arsch an. Ja. Ist das ekelhaft. Ist das widerlich. Einfach. Ist das ekelhaft. Hey, okay. Guck dir mal an. Über den Spann gerutscht, kennt man. Über den Spann rutschen. Ah, ein bisschen ja, zu hoch. Okay. Boah. Ja, gut getroffen. Halb hoch. Warum hat Bilal eigentlich aufgehört mit Fußball? Bruder, wenn alles, was ich sage, ist auf Quelle, habe ich von ihm, glaube ich, so gehört. Ich glaube, Verletzung. Verletzung ist das Ding. Verletzung, ja. Ja, er hat nicht aufgehört. Ja, Bruder, in der Perspektive aufgehört, weil Bilal, glaube ich, ein richtig, richtig krasser Kicker war. Also ich habe ihn nie kicken sehen. Ich habe nur von Erzählungen von meinem Mannschaftskollegen Kosti, der hat mir gesagt, dass Bilal ein richtig guter Zocker war. Halbmittig. Super. Tor ist Tor. Dritte Übung, Freunde. Wir machen jetzt eine Freistoß-Challenge. Freistoß-Challenge. Zum ersten Mal mit diesen Dummies. Eins von den Dummköpfen fällt immer um. Wir kriegen das gleich organisiert. Wieder drei Schüsse. Es ist was ganz anderes. Digga, wer atmet da so? Dummköpfen fällt immer um. Wir kriegen das gleich organisiert. Wieder drei Schüsse. Es ist was ganz anderes, wenn so ein Ding. Tschüss! Also, vorhin haben wir das schon bei Bilal gemacht. War schwierig. Digga, hör ich das nur, weil ich Kopfhörer anhabe? Nein, ne? Man muss den über die Mauer zwirbeln oder halt in die Torwartdecke. So wie wirklich nicht so leicht. Guck, aber ich suche einen kleinen Aperitif. Das wollte aber die Tasche. Ich wollte dahin. Wow, Chokisel. Guck mal, es ist nur die Hüfte, Leute. Nur die Hüfte. Digga, ich glaube, Eli.
bei Eli ist manchmal so dieses, habe ich das Gefühl, das ist zwischen Genie und Wahnsinn. Cristiano, was that the best free kick ever struck? Well, I see the replay inside the dressing room in the television. Maybe the best, maybe. I don't know. It's difficult to say. But maybe this one is the best. Frisur zu der Zeit 10 von 10. 10 von 10. Zu der Zeit war die Meta. Kann mir keiner erzählen. Ich wollte meine Haare genauso haben. Nee, es ist kein Zufall. Es ist doch kein Zufall. Oh. Und ich schwöre, Leute, das ist wirklich der erste Versuch. Schock. Die Schusstechnik meine ich, Digga. Erster Versuch. Ja, von der Schusstechnik rede ich. Markus Deko. Das ist es halt. Zusammen auf die Länge. Das ist es halt. Ja. Marlon, ne? Also ich muss sagen, er kann beides, jeder kann beides. Bloß die Qualität und Präzision steckt dahinter, du Spasti. Mein Kniebein, alles tut mir weh. Jetzt hör auf, Ausreden zu suchen. Gewinner sind nur Verlierer, die es einmal mehr probiert haben. Guck mal, Bilal, ne? Super. Super. Super, super, super. Scheiße. Der Rasensprecher ist gerade angegangen. Wir haben uns gerade meinen Tor angeguckt. Dann geht hier der Rasensprecher an. Und irgendwie finde ich es geil. So, Freunde, es ist jetzt hier Englisch. Ein bisschen laut, aber ist authentisch. Ja, danke, Marco. Ja, war wieder nicht schlecht. Marco, Marco endlich mal die Marco. Hände benutzt. Bilal. Wow! Chuck. Boah, ich bin drin. Chuck. Das war ein super Ball. Deswegen bin ich super Ball. Ich halte das jetzt hier, damit wir uns. Oh, Marco. Bilal. Wow! Boah, ich bin drin. Das sehr war ein schön. Super Ball. Deswegen bin ich da am Leben. Ich halte das jetzt hier, damit wir unsere Übung aufnehmen können. Und darauf ist keiner von euch gekommen. Hier, Abitur, weiß ich nicht was. Woran liegt's? Weil ich da am Leben bin. Hm? Ja, das können wir auch da hinten machen. Ja, super. Okay, Freunde, vorletzte Challenge. Ich jongliere mit Marlon hin und her. Zack, ganz normal, als Team. Dann lege ich ihn mir vor. Zack, zack, zack. Also du hast nicht zwei Kontakte. Aber, zweiten, nee, lass mach drei. Lass, wenn du direkt nimmst und vor, dann zählt der Doppel. Hat gewonnen, immer abwechselnd. Wenn Marlon zuerst schießt, dann bin ich danach dran und immer so weiter. Ich weiß den aktuellen Punktestand gar nicht. Cora wird ihn euch einblenden. Boah, ich okay. An. Handlern. Okay. Nee, warte mal. Aha, nächster. Mhm. Achtung! Ja! Kameramann muss da durch. Stark. Auch mal ein bisschen Kälte hier. Jo, ey, mach den Lampen! Aua. Ja, tat weh, oder? Wir haben. Was haben wir? Sabr, Geduld. So, unser Deutsch, wir haben Sabr, das heißt Geduld. Danke. Oh! Und mach doch! Ja, das ist dann wirklich da ganz hex. Hex! Guck, bist du? Das ist es halt! Ich hab ihn nicht gesehen! Ich hab ihn nicht gesehen! Ich hab ihn nicht gesehen! Boah, war das cool, aber! Easy, Bruder. Easy, ja. Das hat noch richtig gut gegriffen. Jetzt griffen! Boah! Mega! Da wär so geil eingeschlagen.
Kontakt. Hier haben wir ihn. Ja, Santa! Was denn? 3-0 für mich. Ich boykottiere. Bitte, lass mich mal schießen. Lass mich mal schießen. Diese Arroganz. Super. Jetzt kommt der Siegtreffer. Yes. Weiß es nicht. Bis wie viel geht's? Bis 5? Okay. Ja, jetzt noch kein Tor. Jetzt Tor? Bleib doch, Marco! Guck mich nicht an, du hast auch die ganze Zeit Versuche. Mach den selber rein. Guck mich so blöd. Alles so von Anfang an schon nicht gut aus. Das sieht von Anfang an alles. Guck mal, guck mal, keine Spannung, kein Ehrgeiz, keine Qualität. Aber jetzt nächste Mal dann die Mitte. Komm, hopp, hopp. Tor. Wisst ihr, wo man das merkt? Keine Ahnung, vielleicht ist es als erstes mir erst aufgefallen. Nee, Marco hat Zeit. Alles gut, Marco. An der Musik. Drei Beine, guck mal. Ne, sind nur zwei Spuren. So, Freunde, letzte Übung, fünfte Übung. Was für die Mittelfeldspieler unter uns? Achter. Wir müssen den Ball in das Tor hier passen. Ja, okay, Kalle, hab dich nicht auf dem Schirm. Zurück. Wir haben zwei Leben, also man darf zweimal verkacken und dann ist man raus. Das sind die Stufen, wir fangen da vorne an. So ungefähr 5 Meter. Cutter Insider, ne? Dann hier und es geht immer weiter nach hinten. Jeder hat zwei Leben. Boah. Okay. Aber ab hier ist schon gar nicht. Also Leute, das sind so die Calls vom Cutter. Also ich bin echt nicht so zufrieden. Sag ab dem nächsten ein bisschen. Schwierige Aufgabe. Aber das ist ein Sechser. Ich habe mein T-Shirt bekleckert, Digga. Da musst du auch mal ein bisschen Druck reinsehen. Es ist doch okay, der kommt doch super an dabei. Hä? Gut. Ja, was hat Bila gerade gemacht? Danke für den Prime! Boah, ich hab Druck, weil Platz hat drauf gekommen. Schon. Wirklich zwei. Es sind noch zwei Pässe. Ja, und ab. Er ist drin. Ich krieg nur Ärger. Alles gut, ja, vollkommen recht, wirklich. Aber? Okay, schwierig ist denn. Du bist der Letzte, ne? Wenn ich reinmache, habe ich das Ding gewonnen. Hier ist die Mittellinie. Das sind hier 30 Meter ungefähr. Sorry für das abrupte Ende, aber der Platz war das fast ausgegangen. Wir mussten runter, das hat sich alles ein bisschen gezogen. Challenge bei Bilal und bei mir, das ging 4 Stunden ungefähr. Deswegen mussten wir schnell da runter, tut mir leid. Aber ihr habt es ja gesehen, war denke ich ganz cool für euch. Lasst wie gesagt gerne ein Like da und einen Kommentar. Ihr habt es gehört, Support ist kein Mord. Sehr, sehr interessante Fußball-Challenge. Leute, wenn ihr diesen gut aussehenden Mann und natürlich auch die 3 gut aussehenden Männer neben diesem Mann feiert, lasst gerne ein Like und einen Kommentar da. Und für die ganzen Leute, die jetzt auf meinem Kanal diese Reaction anschauen, ey wirklich, abonnieren ist scheiße. Macht es nicht. Ist uncool. Spaß, kriegt aufs Herz oder auf abonnieren.